Und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zurück zu The Culling. Jetzt muss ich echt mal. Ich habe hier meinen Rechner angehabt zum Rendern. Zum Hochladen, das habe ich gerade gesehen. Ich habe auch die letzten Stunden, wo ich nicht zu Hause war, auch einfach mal aufgenommen. Ich weiß nur nicht, wo die Datei gelandet ist. So, ja. Schauen wir doch einfach mal. Ja. Gucken, ob das Mikrofon an war. Ja, und das ist es. An enemy just killed. Someone else. Someone else. Das ist, danke, dass du das Spiel kommentierst. Oh, ich breche sonst Essen schon wieder, dieser Drecksbug. Ich habe einen Rucksack auf. Also das ist 1, 2, 3, 4, 5 und 1. Weiß Bescheid. Den hatte ich heute schon mal, den Bug. Wenn ich aufpasse, wenn keine Ordnung in seinem Inventar hat, geht das hier ganz schnell bergab. Okay. Okay. So, wir verkaufen erstmal ein bisschen was. Den verkaufen wir noch. Mach doch, scheiß drauf. Na, mach doch. Oh nein! Ich habe noch überhaupt gar keinen gefunden. So, haben nur drei Sachen dabei, dann passt das. Huch. Hallo du! Na, dich will ich ja wohl auch noch loswerden. Ich bleib, bei der Axt. Jetzt mach doch. Los jetzt. Irgendwer craftet ja mal. Ne? Vielleicht möchte er ja rauskommen zum Spielen. Hallo. Schätzchen. Hast keine grüne oben drauf? Links schießt mit Bogen auf rechts. Links sieht mich nicht. Zack, kassiert. Hast du so gedacht? Der war schön. Das war meine eigene Schuld. Aber muss schon zuhauen. So, genau. Und jetzt feiern. Hui, Iron Skin for the win. Ja, meine Lieben, das war nicht sehr schwierig. Jetzt riskieren wir mal wieder ein bisschen. Jetzt bin ich wirklich risky. Komm her. Weg mit dem Kappes. Und darüber. Irgendwo fightet hier einer. Geh weg, Fliege. Uah. Wartet. Ich will mitspielen, Danke. Hast du auch was im Heilen dabei? Ich habe selber was. Was ich nicht sehe, aber. Danke für den Kill, war lustig, hat Spaß gemacht.
Ich weiß gar nicht, ich glaube tatsächlich durch den Schlag mit der Axt hat sie 30% mehr Schaden gekriegt. So, ich mache mir erstmal eine Bonnie Armor. Ist das doof, ey. So, ich sammle jetzt noch den Kappestein ein, verkaufe das alles. Weil wenn ich den Hammer von da hinten auch noch verkaufe, kassiere ich mir den OJ ein. Und ich hätte gerne den Man-Tracker. Wo ist er? Du willst mich doch wohl verarschen, Junge. Hack! 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 Ach, so ein Scheiß. Jetzt muss ich warten. Habe ich noch einen freien Platz? Nee, ne? Nee. Das ist nicht gut. Ist egal, was ich mache. Nee, ich muss hier warten. Es bringt gerade nichts. Ich will den OJ da drin nicht vergammeln lassen. Weil ich ihn super benutzen kann. Sollen sich alle gegenseitig umschnetzeln, meine Latte. Ich habe leider nichts zum Abschießen, brauche ich gar nicht suchen. Macht ihr einen Schatten oder was? Hört mal auf. Also hat Tesla gerade jemanden umgebracht und der andere ruft gerade seinen Airdrop. So. Ich vertick jetzt alles. Gut. Also ist Tesla. Nein, der andere ist bei Outfitters. Weil dieser komische Airdrop über die Mitte geflogen ist. Und in der S-Kurve geflogen. Das ist der einzige Airdrop, den ich so kenne, der so fliegt. Es ist schräg, dass man sowas weiß, aber so ist es. Hatte der hier eigentlich vielleicht einen Bogen? Ich halte mich hier die ganze Folge nur in dieser Ecke auf. Ich glaube, der hat einen Bogen gehabt. Der hat einen Bogen. Mit ein paar Schuss. Was? Ich dachte, ich habe gerade Holz gesehen. Palim, palim. Ja, wir sind eigentlich voll ausgestattet. Ein guter Bogen fehlt, aber das macht jetzt nichts. Reinforced Body Armor, wir haben Iron Skin. Der aus der Richtung kommen wird, hat bessere Waffen als der links. Der spielt mit einem Messer hier. Ganz cool wäre eigentlich auch so eine lokalisierte Ansage. Hat gerade einen dort und dort umgebracht. Und alle stürmen los. Hemoblast. Hüpf. Ich habe keine Ahnung. Seht ihr ihn? Da ist er. Ist dahinter? Da. Boah, ist ja wohl ein Witz, wie schnell die jetzt fliegen. Das macht überhaupt keinen Schaden, aber mal im Ernst. Da ist nichts mehr mit Ausweichen.
Die sind beide in der Mitte jetzt. Die Kameras sind gerade umgeschwenkt. Aber der eine ist da und der andere ist jetzt ganz nah da drüben. Ungefähr da so. Oder ist das der andere? Weil einer ist jetzt da. Ich vermute, der ist hinten rumgelaufen. Bewegen die sich noch? Ich muss dranbleiben. Nicht erlauben, dass die beiden fighten, ohne dass ich mein Dynamit dazwischen schmeiße. Hast du so gedacht, dass ich in die Claymore renne? Also ich habe gehört, dass er die Claymore dahin gesetzt hat. War ein netter Versuch, aber du hättest auf keinen Fall... Gut, ich gehe davon aus, er hat gecheckt, dass ich wusste, dass sie da liegt. Aber er hätte drumherum tänzeln sollen. Und wenn er mich durchlockt und wir beide Damage kriegen, wäre egal. Die hätte er nutzen müssen. Obwohl, naja gut, bei dem Leben. Ja, meine lieben Freunde, das war wieder easy runtergespielt, würde ich mal sagen. Wieder mal in Rekordzeit die 250 voll gekriegt. Da sprengt der sich da in der Hütte selbst in die Luft. Da kam ich gar nicht drauf klar eigentlich. Alter... Du kannst doch nicht in so einem kleinen Raum das C4 blenden und glauben, du überlebst das ohne Body Armor. Wie gesagt, ich bin ja der Meinung, dass er dadurch, dass ich reingegangen bin und habe ihn sofort geschlagen, hat er den Debuff gekriegt, wodurch er 30% mehr Schaden kassiert. Und dann hat er das Explosive gezündet. Ich glaube so, das hat ihm so ein bisschen den Rest gegeben. Da ist dann sofort Feierabend. Gut, meine lieben Freunde, das war eine Runde The Culling. Solo. Hoffe, es hat euch gefallen. Wieder voll aufgeräumt. Ah, schön das Dynamit unter seine Füße. Da war nichts zu retten für ihn. Eigentlich wollte ich es ja schmeißen, wenn sie beide fighten, aber die haben mich durchs Wasser gehört und sind... Da kommt einer. Da haben auch beide direkt sofort auf mich geschossen, als ich im Wasser stand. Gar nicht mehr aufeinander geachtet. Oh shit, da kommt noch einer. Der Kürbiskopf, der muss weg. Also ich glaube, ich mache es auch Leuten mit dem Headshot echt einfach jetzt. So mit der Rifle oder so. Ich glaube, das Ding ist echt einfach zu treffen. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Midnight. Ciao. Ich muss echt sagen, seitdem jetzt, also in diesem Patch, die Bögen genervt wurden, geht das Spiel richtig steil. Also die fighten alle, kaum einer läuft weg. Probiert es zwar immer mal, aber kriegt dann halt was im Rücken. Aber es ist richtig, richtig schnell geworden. Wenn ich so auf die Zeiten gucke, die ich jetzt hier aufnehme für die einzelnen Runden, das ist ja fast wie in Lightning Rounds. Richtig geil, ich habe richtig Spaß dabei. Zack, 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 Airdrop rufen, zack, 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 weiter geht's. Ein bisschen Strategie anwenden, da und da muss ich hin, das und das brauche ich. Wie gesagt, die zum Beispiel jetzt nicht eingreifen in den Kampf, sondern erst den OJ besorgen. Der hat uns gerade den Arsch gerettet mit dem Explosive Runs. Keiner ist weggekommen. So sieht's aus. Ich bedanke mich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Midnight. Ciao.